Was du? Wo hast du hin? Unten rechts. Nee, wo bist du? Ja. Okay. Ich war jetzt da oben reingerannt. Weil ich nicht gesehen habe. Und noch ein weiterer Zugangskarte. Okay, hüpf. Was? OS Upgrade. Nebenbei. Diesmal nicht den Fehler mit der Karte. Nebenbei. Don't break the walls. You shouldn't be here. I don't care. I love it. So. Mach das noch einmal, ne? Ist ja gut. Boah, was will ich denn? Pops, die ist auf jeden Fall gut. Für dich, ja. Gut. Aber wenn du meinst, wir sollen hier nicht rumschleichen, dann gehen wir halt hier unten weiter. Ich muss immer kurz durchlesen, was ich haben will. Ich mache erstmal stärkeres Schlagen. Ja, tu dir das. Das ist nämlich momentan verdammt wichtig. Lock, schon wieder. Gleich. Kann ich ständig Locks hören. Ja, nun, ist halt storylastig der Anfang. Ja, trotzdem. Pass auf, da ist eine Kanone hinter der Tür. Egal. Das sollte ja nicht hier oben sein. Wir sollen da unten durchgehen. Und das tun wir auch. Jo. Lock. Lock. Captain, I arrested the soldier we found on the colony, as you ordered. Due to the danger he poses to the security of the ship and crew, he will be under close watch even in the holding cell. This is also for his own safety, as we have several crew members who lost family and friends on Ponderby Station. Between you and me, sir, I feel it would be safer if we freeze him till we get home. Okay. Nehmen wir mittendrin einfach hier die, ja, Achtung. Hat er eine Stange, okay. Doch nicht, natürlich. Ja, schieß einfach weiter in den Raum rein. Leichte Kampfpanzerung für mich. Ja, gut, gut, gut. Irgendwelche sinnlosen Konsolen für sinnlose Leute. Kamera. Ah ja. Nicht reinrennen. Toll gemacht. Ja. Ja, Mann. Das muss ich hier jedes Mal erzählen. Dass sobald die Kamera gelb ist, man wartet, bis das Geräusch kommt, dass sie wieder auf Idle ist. Und dann geht das. Ich habe die Kamera nicht mal piepen gehört. Deswegen habe ich ja gesagt, Achtung Kamera. Renn da nicht rein. Ja, gut. Was machen denn die Spinnensachen auf 17,5%? Boah. Da kommen die Gegner. Die können ja einfach ignorieren eigentlich. Nö. Ich droppe die ja Sachen, die wir brauchen. Okay. Ich möchte die hören. Nein, ich hab nicht vor, freundlich zu sein gerade, nö. solange du noch nicht die Zeit hacken kannst, ist das echt dumm. Nebenbei, dich in einem Aufzug zerschlagen zu lassen, ist armselig. Ja, ich war jetzt auf der Suche nach so einem Abschaltgerät. Ich meine, hier müsste ja irgendwo irgendeins sein. Da es aber schwerer sein soll, das Spiel momentan, tippe ich erst auch relativ spät in dem ganzen Gebiet. Ja, gut möglich. Ich meine, ich kann genauso gut hier rumrennen, wie da unten rumstehen. Macht nur die Datei ein bisschen was größer, das stört mich nicht. So,
habe ich jetzt. Nein, ich habe nur eine aufgeladen. Dann kann ich die auch gleich mal aufladen. All systems back to normal. Gleich mal praktisch genutzt. Apropos. Ja? Aufladen. Brawn Boost geht viel zu schnell leer. das war hier hinten um die Ecke. Nein, das war schon dadurch. Dadurch rechts, links, geradeaus. Leer. Nein, eigentlich rechts, links, rechts, aber okay. Ja, egal. Achso, genau, wir wollten unten weitergehen, ja. Ja. Hab ich mal wieder weg. Ist schon komisch, eine große Waffe im Gesicht hängen zu haben. Oh, hallo. Ja, danke. Was? Er zielt auf dich, schlägt und trifft damit mich. Ja. C'est la vie. Und Karma, ja, was weiß ich was. Dich rette ich auch nochmal. Mehr als einmal. Indeed. Okay. Das ist ein langer Gang und hier ist eine große Tür. Nehmen wir den Gang oder die Tür? Wir nehmen den Gang, okay. Ach komm jetzt. Ich hör's doch, Alter, zwei Stück. Wow. Freeze, freeze. Ich hab beide tot gekriegt. Ja, und bei mir ist das Spiel abgestürzt. Jei. Merke ich, weil ich keine Tür mehr öffnen kann, aber ich kann noch Sachen aufheben. Wo warst du denn eigentlich hingelaufen gerade? Einfach da rein, in den Raum, wo die Kerle vorstanden. Da. Ja, ich kann dich auch rumschieben. Jo, kannst du. Stimmt, ich kann keine Munition mehr aufheben, die hier rumliegt, ja. Inventare kann ich noch öffnen, aber... Komisch. Ja, komm. Ja, schmeißt uns alle raus. So. Hi. Da sind wir wieder. Und das Ganze ist ein bisschen heller als vorher. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Unter anderem, ja. Ja. So, Opener-Kamera. Moment. Ein Fall für dich. Wir warten, bis sie nicht mehr auf uns fokussiert ist, weil das ist wichtig. Sollten wir anders wirken, liegt das daran, dass es eine komplett ungewöhnliche Aufnahmezeit ist. Dann ist es 5:05. Nachmittags, wohlgemerkt. Kaputt? Ja. Boah, one hit. Ja, panzerbrechend. Okay, ja. Und siehst du, jetzt ist meine Pistole nämlich auf also auf den Rang 2 runtergefallen. Okay, und du kannst noch nicht reparieren, ne? Ja, nicht wirklich. Das ist es ja eben. Deswegen musst du jetzt das ganze Game tun, weil du in dem Fall jetzt nämlich den Kram dabei hast. Jo. Und dann kämpfst du mal gegen den Keller, der jetzt gerade reinrennt. Ah ja. Ging gut. So, Hilfe, wo bin ich? Ich glaube, wir waren hier durch. Okay, ich bin auch tot. Ah, okay. Aber hätte ich mich auch wehren sollen. Finde mich wieder zurecht, ja. Gib mir einfach den Schraubenschlüssel. Auch gut. Das ist ein größeres Erfolgsrezept, seien wir ehrlich. Wo bist denn du? Ja, ich weiß nicht, wo ich nochmal hin muss. Guck.
Außerdem bin ich der, der schon auf Stärke geskillt hat und das Brown Boost hat und was nicht alles. Ist gut. Ja gut, dann häng ich jetzt erstmal hier unbewaffnet wieder rum, weil... Psyamp ist hoek. Ja, es tut mir unglaublich leid, dass die so recht groß ist, aber hey. Nee, eigentlich tut's mir nicht leid. Nicht? Oh. So, war hier irgendwas noch? Nee, ne? War alles leer. Bist du eigentlich schon wieder hin? Ich war hinter dir. Warst du? Hi. Ja. Ah, jetzt hier. So. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob mir was mir noch bekannt vorkommt und was nicht mehr. Das keine sollte Ahnung. Jetzt alles neu sein. Das sollte, finde ich auch sehr schön in dem Satz. Falls du nicht vorgespielt hast, was ja durchaus möglich wäre. Stimmt, habe ich vergessen, mache ich ja immer. Hätte es ja sein können, die ganzen Schocker ein bisschen was besser aushalten zu können. Ja. Ja, es ist schwierig. Oh, hat die dritte Batterie gefunden. Oh, schön. Die lag hier hinter. Gut, erstmal Lock. I checked the bots several times, but I can't do anything. The bots on Deck 3 simply don't respond to any of my command inputs. It seems like they're being controlled from somewhere else. I know it sounds crazy, but I can't even deactivate them. What do I do now? All the crew members on Deck 3 are in great danger. Perhaps you should order the evacuation of the deck until this problem is solved. Und schon wieder machen die Router Probleme. Ja, ne? Schau mal, eine Waffe für dich. Oh. Kann ich die tragen? Nein, kann ich nicht. Ach, später. Und die Batterie ist aufgeladen, die ich dabei habe. Gut. So, dann... Ah. Okay. Wir hätten uns praktisch den ganzen Weg sparen können, weil es hier nämlich wieder runter in den Schacht geht. Praktischerweise. Oh. Schau mal. Jo, die Taschenlampe leuchtet. Ja, cool. So. Ach, das gute Aja haben die ja auch wieder. Das bewertet uns irgendwie. Ja, warten ab. Ich warte noch auf die Gummienten. Wollte ich gerade sagen. Mal kurz mal die Panzerung wieder anziehen. Mal Chips fressen. Ebenso. So. Ja. Ja, ja. Huch. Ist die hier so in der Nähe gewesen, die Lady? Jo, offenbar. Peggy Sue. Ich lege dann schon mal die ersten Batterien ein, ne? Ja, ich komme jetzt hinter dir. Da lang ist die eine Batterie. So, das war Nummer 1. So geht's schneller. Auch wenn es nicht so stimmungsvoll ist, aber gut. So, hier war, glaube ich, die zweite. Da. Die dritte war wieder ein Stück zurück. Wundervoll, dass dieses Schiff wirklich von 3 Batterien betrieben wird. Also zumindest der Aufzug. Notstromversorgung? Ja, gut. Das ist auch wieder wahr. Da. Wo? Ja. Da. Nun denn. Ja, nice. Yeah, you installed all 3 batteries. Now you only have to activate the emergency generator on the computer console in the admin section. I'm transmitting some cyber modules to you. You can find upgrade units in the security section.
Moment, ist was leise. So. Also in den Sicherheitsbereich. Wer spricht da eigentlich mit uns außer Shodan? Captain Heike Weber. Shodan. Wir kennen die Story doch. Ist das immer Shodan, wenn irgendwer zu uns spricht? In den Spielen. Kann gut sein. Vielleicht auch nicht. Natürlich vielleicht auch nicht. Was weiß ich. Das war jetzt nur so eine Vermutung. Eine nicht komplett unbegründete Vermutung. Jo. Tut mir den Gefallen, lass mich erstmal. Okay. Okay, ich bin sicher. I made it out. So. Gut, was brauchten wir jetzt als nächstes? Wir wollten zum Aufzug, ne? Ja. Unten wäre auch einer gewesen. Hä? Ja, beim QBR. Ja, das ist ja unten. Ach ja, wir waren ja mitten durchgelaufen, ja. Ich bin jetzt infiziert. Oh no. Er hat es nicht gesehen. Hat so entschieden. Okay. Gut, aber Sicherheitsbereich. Alter, ich hab die ganze Zeit geschlagen, die ganze Zeit. Und kein einziger Schlag hat getroffen. Und der haut, trifft. Ich bin beim Aufzug, ist okay, oder? Jo, ist gut. Ich komm hinterher. Oder sterbe bei dem Versuch. Geh raus. Der bleibt da oben. Ja, komm. Okay, Aufzug. Halt, speichern. Ah, die Versorgung ist noch aus. Okay. Wir müssen erstmal wieder anschalten. Und wo das war, weiß ich witzigerweise noch. Da war ich nämlich letztens erst. Was? Okay. Also, da steht übrigens noch einer, ne? Da stehen zwei. Zwei? Mein Ballermann. Alter, das war jetzt knapp. Moment, Security. Okay, wir haben nachgestellt. Da habe ich mir anscheinend. Ja, habe ich mir die Sachen nicht geholt. Warte, nee. Nee, hier war da die. Ich weiß, wo ich hin wollte. Ob ich es wiederfinde, ist die Frage. Außerdem ist hier noch eine Flasche Schnaps, die wir übersehen haben. Also war es das alles wert. Gut. Nee, da sind die Zellen nur. Ja klar, hier kamen wir her, ne? Dann war das doch der falsche Weg, okay. Ja. Ich hoffe, dass das hier gewesen ist. Oh gut, hier haben wir die Upgrade-Dinger. Eben. So, was brauchst du? Ja, jetzt kann ich auch selber nachschauen. Energie 1. Nee, ich hab meine Waffe gefragt, was sie braucht. So, ein Psi, ja. Frühe und Alarm. Ich glaube, das kann ich auch nicht schaden. So. Ich hätte die Punkte bestimmt besser ausgeben können, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Stärke dazu gekriegt. Kann, glaube ich. Yep, ich kann die Schrot ausrüsten. Hm, schön. Keine Schrot ist, sondern eine normale Rifle eigentlich. Naja. Ich glaube, ich habe sogar Wartung jetzt auf eine Höhe, dass ich. Ja, okay. Schön. Ich kann wenigstens mit einem Wartungskit jetzt nämlich die Waffe um 2 Punkte verbessern.
Okay. Was die Waffen immer noch irgendwie schlecht macht, weil ich nur 2 Kills habe insgesamt. Mann, ich weiß, wir waren doch gerade. Nee, da war nicht los. Ja, ich hab's gesehen. Limits, ich weiß, wo ich hin wollte und ich weiß, wie es aussah. Notizen. Aktivieren Aufzug. Ja, oh. Hier ist die Hunting Range. Also die Shooting Range, meine ich. Hm. Oder muss man doch hier oben rum? Nee, das war wirklich alles nur Shooting. Und ich werde fast von der Tür zerquetscht. Das ist. Erdrückend. Apropos, stimmt, wir haben das Spinnenorgan und die Sachen gar nicht mehr. Tja, ne? Schade. Wie kamen wir auf die andere Seite von diesem Lüftungsschacht gegangen? Oder kamen wir nur durch diesen Schacht dahin? Au. Ne, wir kamen auch hier unten lang. Ah, ich glaube. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich ursprünglich. Genau, hier wollte ich hin. Hep. Ne, lass mich ab. Spiel. Oh, okay. Hallo. Great, the elevator is working again. Take the elevator to either deck 103, as work awaits you there. You'll get full particulars when you arrive. And stay away from the other decks. You aren't well enough equipped yet to survive them. I've transferred more cyber modules to you. You will need them. 1 und 3, okay. Okay, es ist Showdown. Trotzdem sollten wir hier durchgehen, denke ich. Er hat auf mich gezielt, da hattest du wenigstens ein bisschen Schaden. Ja. Yep. Meine Waffe ist wieder halb leer. Ja, mit meinem Panzerbrechern Munition hätte ich vielleicht 3 Schuss gebraucht. Jetzt bleib hier. Beweg mich ja gar nicht so weit weg. Ich stehe direkt neben dir. Aber aus meinem Blickfeld raus bewegst du dich. Chips. Audio Log. Oh ja. Jetzt. Ja. Dana, you've seen our cleaner Peggy in the last few days. Someone has to tell her what happened to Ponderby Station, and I guess that someone is me. Her husband worked in the space station as a shoe salesman. Really, really looking forward to this one. Ja, du hast recht. Ich wusste doch, dass er Schuhverkäufer war. Hi there. Please make your selection. Nö. Moment noch. Ah? Ich glaube, das Spiel arbeitet so ein bisschen damit, dass man nicht unbedingt eine Reparaturkette nutzen muss. Ich habe nämlich hier gerade eine zweite Pistole gekriegt. Und zumindest Christine arbeitet so. Im Original musst du die Dinger nehmen. Eben. Was ist da für eine Munition dran? Okay. Nom. Dann behalte ich die einfach mal im Inventar. Momentan habe ich noch den Platz dafür. Und noch eine Lok. Moment. John, we've both listened to this crazy story about Ponderby Station. But I really can't believe it. What do you make of it? The soldier doesn't act like he's crazy though. What really happened on Ponderby Station? Will we ever find out? As our chief of security, what is your opinion? Perhaps we'll find some answers in the onboard computer of the escape pod we retrieved shortly after the explosion. Our engineers are still busy analyzing the data. Größter Fehler, den ihr machen könntet. Nur ein bisschen. Ich finde die Planetennamen sehr faszinierend. Moment. Ein Jedi, da kennen wir, da waren wir auf Ponderby Station.
Super Potato. Wo sind wir jetzt gerade? Yamano Orbit, das ganze Bereich. Ich glaube immer noch im Orbit von Jetaita. Wahrscheinlich. Kommst du? Ja, Moment. Muss doch.